Fliesen im Bad, der Klassiker. Fliesen am Boden, auch nicht ungewöhnlich. Fliesen im Wohnraum statt der Tapete, doch eher spannend. Sogenanntes Endlos-Dekor macht's aber möglich. Tapeten war ja ganz früher mal. Es ist einfach wie ein Bild, eine ganze Wand, man hebt einfach vielleicht eine Wand raus und dann ist da irgendwie ein Möbel steht da davor oder hinter einer Küche eine ganze Wand, das verfließt wird und ja, das löst eigentlich auch die Tapeten ein wenig, ja. Es ist eigentlich wie Putzleibau, so muss man es eigentlich sehen und dann kann man eine ganze Wand so gestalten und ja, also ein wenig mitdenken muss man. Christoph Wohlmuth ist Fliesenexperte, fährt mit Mitarbeitern auf Messen, sucht Dekore, Muster und Trendfarben aus. Tonnenweise kommen die dann in seinen Schauraum im mühlviertlerischen Peilstein. Das reicht dem Unternehmer aber nicht. Er lässt eigene Linien produzieren und die sehen auf den ersten Blick nicht nach Fliesen aus. Für uns war es wichtig, dass die Haptik, die Oberfläche von der Fliesen, dass sie die echt angreift. Und da merkt man, schau jetzt, also wenn man da drüber greift und drüber fordert, die hat auch so eine angenehme Oberfläche, das ist wirklich wie ein Holzbahn und auch von der Maserung, von den Holzringen, wie man sie so kennt, da kannst du wirklich alles machen draus jetzt. Mit einem sogenannten Inkjet-Verfahren wird der Holzlook auf die Fliese gedruckt. Danach wird sie gebrannt. Eine Holzoptik-Fliese, die wirkt weit wärmer wie eine normale graue. Wenn man in einem Raum komplett kalt wirkt, dann, ja, da fühlt man sich dann auch nicht wohl. Also, da geht man nicht gern barfuß drauf. Und wenn ich jetzt eine schöne Holzoptik-Fliese habe, so wie die Neichen, die was wir jetzt da im Sortiment haben, dann sieht man schon, da geht man gern barfuß drauf und das, ja, das hat ein gutes Gefühl. Stichwort gutes Gefühl. Diese Fliesen sind für Putzfaule, denn egal in welchem Raum sie liegen, sie sind schnell wieder sauber. Fliesen Holzoptik sind ganz einfach zum Reinigen. Erstens einmal, weil sie ein Lehm haben. Ich kenne sie auch nicht einmal, wenn jetzt irgendwo ein Rückstände drauf sind. Und da ist es auch gescheiter, man tut nicht der Saum. Und nicht zu viel wischen, weil sonst tut man wieder irgendein Mittel dazu. Und oben Mittel und Mittel, und das ist auch nicht gut. Also ein neutrales Wasser ist oben am besten. Da kommen keine Bäcker nicht rein. Oder es wird nicht irgendwie, es nimmt nichts auf. Weil ein Fliesen nimmt da kein Wasser nicht auf. So gegenüber von einem Naturstar oder von Holz, dass da was, wenn ich was drauf tropfe, dass ich da eine Veränderung habe, das wische ich einfach weg und das war es eigentlich. Und darum macht der Fliesen das einfach ein unkompliziertes Putzen. Egal ob ganze Wand statt einem Gemälde, Fliesen im Fischgrätmuster gelegt oder Holzoptik in der gesamten Wohnung. Bei Fliesen ist es wie in der Mode. Bunt darf sein und erlaubt ist, was gefällt.